Hey Carsten Dils und willkommen zurück zu einer weiteren Folge WRC10 im Private Team Modus. Heute geht's rein in die große Zwischenfolge, obwohl davor müssen wir nochmal reinluschern, denn wir haben eine Herausforderung, wo ich gesagt habe, ey, das will ich nicht mehr. Und zwar 35 Minuten Reparaturzeit für das nächste Rallye-Land. Wir fordern mal was Neues an. Da wird unsere Beziehung ein bisschen verschlechtert. Aber verdient sie 30.000 in 4 Wochen, das sollten wir hinkriegen. Ja, dann rein. Haben wir sonst noch irgendwas? Ach ja, genau, Kalender. Volkswagen. Polo R. Nehmen wir. Und sonst Wartung sollten wir mitnehmen. Oh, Volkswagen, Polo R. Das Sebastian Auger Moped. Übrigens, zum aktuellen Zeitpunkt, also für euch aus gestern, aber für euch auch, von euch aus gesehen auch heute, die 2022er WRC Saison ist wieder gestartet. Gestartet wird natürlich wieder in Monte Carlo. Und ich weiß nicht, wann sie, für euch gesehen heute, die ersten Stages fahren. Auf jeden Fall ging es gestern schon los mit den ersten zwei Stages, die in der Nacht waren. Plus natürlich Shakedown. Obwohl für mich die zwei Nachtstages noch in 2 Stunden losgehen. Ich werde auf jeden Fall dabei sein. Aber Leute, lasst uns erstmal hier ein bisschen racen und dann wird weiter getalkt. 3, 2, 1, wir sind unterwegs. 40 links voll und rechts 3 mittel. In links 3 macht auf in Kuppe. Links 3 kurz schneiden in Achtung, links 2 kurz schneiden macht zu 40, links 4 in rechts 4. Und links 3 macht zu, Übersprung, innenhalten in rechts 4 macht zu, in rechts 1. In links 3 macht zu. In rechts 3 kurz 40. Links 3 nicht schneiden. In rechts 4 nicht schneiden 40. Oh. Achtung, nicht schneiden. Obacht. Schikane rechts kurz 40. Links 1 kurz in rechts 1. Angehaucht. Und links 5 kurz 30. Rechts 4 macht zu, 3 Verengung, nicht schneiden 30. Achtung, rechts 3, 30. Rechts 5 scharf bremsen für scharfe Haarnadel, links 30. Wow. Links 5 macht zu, scharf bremsen für Haarnadel, rechts schneiden bei Abzweig. Und rechts 5 scharf bremsen für scharfe Haarnadel, links nicht schneiden. Fucking Wakanda-Stöcke im Weg. Links 5 bremsen für rechts 3 Baum innen. Und links 5 bremsen für scharf rechts 30. Links 4 kurz Verengung in rechts 5 lang. Und links 5 70. Links 3 Verengung hängt nach außen 40. Rechts 5 in links 6 bremsen, über Kuppel 30. In links 5 kurz, in rechts 2 nicht schneiden 40. Links 4 macht zu, 3 Baum außen in Knoten über Kuppe. In rechts 4 über Kuppe und links 3. Und rechts 5 in links 3 über Bodenwelle. Rechts 3 macht zu lang 70. Bremsen für scharfe Haarnadel links. Und links voll in rechts 5. Und links 4 in Schlucht. In rechts 3 Mittel bremsen macht zu scharf rechts nicht schneiden 30. Und links 6 macht zu 5. Kurz gedacht, es geht nach links. 3 macht zu nicht schneiden. Zum Ziel.
Boah, kurz gedacht, dieser eine Stein, den wir gerade auf dem Zielgeraden linksseitig überfahren haben, dass der uns gleich komplett ausnocken wird. Aber nee. Aber nee. Sondern weiter geht's. Müsste jetzt Wartung dran kommen, soweit ich mich recht entsinne. X. Mensch, diese ganzen Balken. Aber wie gesagt, durch die jetzt aktuell laufende 2022er Rallye-Saison freue ich mich echt auf die neuen Kfz-Viecher. Weil der Toyota, ist das der Toyota Yaris? Der sieht geil aus. Und halt der Ford Puma mit der M-Sport Livery, das sieht ja auch unfassbar aus. Die aktuelle M-Sport Livery, könnt ihr euch vorstellen, wie die Red Bull-Fahrzeuge von Sebastian Vettel, wo der Red Bull, wo die Red Bull-Lackierung noch so ein leichtes, schimmerndes Lila in diesem Blau mit hatte. Oh, Vater, sieht das gut aus. Unfassbar. Nun, oh wow. Estonia. Estonia, Estonia, was war das nochmal auf Deutsch? Estland, oh Gott. Ich war gerade irgendwie auf Lettland, aber komplett falsch. Nun, wir gehen rein. In die Wartung. Und dann raus aus der Folge. Ach ja, übrigens, bei diesen wunderschönen Ladebalken. Hier noch ein kurzes Video, was ich euch unbedingt nachreichen wollte. America, we drive on the right side of the road. In England, we drive on the left side of the road. In Russia, road is the road. Drive where you want. Road, same road. Mit Rot ist. Ach nee, mit Straße ist Straße. So, ich habe schon wieder bei Road gemerkt, oh ja, es wird wieder sehr norddeutsch. Sheet, eject. Ja, dann kacheln wir mal los. 2, 1, los! Oh Gott, da geht's lang. Oh, gar nicht gesehen. Parkplatz, Raudi. Wo geht's lang? Wo geht's lang? Wo geht's lang? Rechts. Dollar rechts. Hier sind Fähnchen. Also hier. Oh, das wird knapp. Yippie! Okay. Lernen wir erstmal die Strecke kennen, bevor wir mit Tempo 400 durchjagen. Das sieht nach Vollgas aus. Das nicht. Ui. Oh, nicht Vollgas. Überhaupt nicht Vollgas. Konzentration. Ich muss nach rechts, ich muss nach rechts. Wie geht's dir? Vollgas. Yes. Vollgas. Yes. Nochmal Vollgas. Flatterbähnchen, kein Vollgas. Hey, hier führen Okay. euch keine Aufzeichnungen. Okay, wir hätten theoretisch jetzt schon die 100% erreicht. Plus die Schäden, die wir jetzt schon wieder mitnehmen, sind wir bei 20. Oh Gott, muss ich gerade mich zwingen, da auf dem Vollgasstempel zu bleiben. Oh, ich glaube, die Kurve werde ich hinbekommen. Aber wir machen es doch mal. Yes. 3, 2, 1, auf geht's. Bonks. Was war das hier nochmal? Vollgas? Ich glaube Vollgas. Yes. Oh.
Nein, nein. Oh, ja. Oh je. Yeah. Die Kurve kenne ich noch. Die ist frech. Upsa. Wir haben noch 30 Sekunden. Letztes Mal war hier schon Schluss. Das ist die Straße, die zurück ins Dörfchen führt. Alles gut, dass hier rechts diese Stromnetze da sind. So kann ich mich ein bisschen orientieren, wie die Kurve verläuft. Boom, tschakalaka. Ja, diese eine Kurve, diese eine Linkskurve, wo ich gesagt habe, die ist frech. Herausforderungsstream Nummer 2 oder 3, oder war es sogar 3 oder 4? Da sind wir hier mit dem Porsche 911 lang gebrettert. Also nicht exakt die gleiche Stelle, sondern da war diese eine, diesem Gesamtabschnitt war, also diesem Gesamtlandstraßenabschnitt, war diese eine Kurve da, da habe ich mich wirklich sehr oft verabschiedet aus dieser Kurve. Schön rechts raus und dann auch weiter, weil der Porsche war so ein bisschen heckfreundlich. Auf jeden Fall. Also wer diese Art von WRC mag, wir sind diesen blindes Reingeballer in die Kurve. Leute, schaut euch die Streams an. Die Herausforderungsstreams. Das war wirklich eine Erfahrung. Aber ich glaube, die nächste Erfahrung machen wir erst in der nächsten Folge. Ach du Scheiße, ich sollte Moderator werden. Nee, lassen wir es lieber. Von daher, würde ich mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne positive Wertung da und ich bin nochmal raus. Haut rein, bye bye and have a great time. Check, check, check. Test 1, 2, 3, 4. Welcome back, krassen Dudes und willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Project Fuck. Bye, have a great time.